Ja, liebe Leute, wir sind dabei wieder mit der GP League. Herzlich willkommen zurück zu Grad. Und wir sind mitten in der Season 1. Also, was heißt mitten in der Season 1? Viel ist es nicht mehr. Ich denke, das war sogar mit der 1, 2, 3, 4, 5. Ja, es kann sein, dass wir das tatsächlich mit der nächsten Aufnahme durchkriegen. Müssen wir mal gucken. Auf geht's, jedenfalls. So, ich werde die Grid-Edition starten. Auf der Strecke. Ach komm, wir starten dafür den Originalauto. Wenn wir schon ein Renault R26 fahren dürfen, dann fahren wir das Ding auch original. Und zwar auf Sepang. Vier Runden Rennen, die uns jetzt heute anstehen. Für das heutige Event melden wir uns vom Sepang International Circuit. Und ich glaube, das Rennen geht gleich los. Ja, Platz 14 ist unser Standard und let's go! Wir gehen rein ins vorletzte Rennen heute. Ja, lass mich in Ruhe, lass mich doch bitte in Ruhe! Naja, egal, kann man nicht wieder nach vorne. Jagd auf die Spitze hat begonnen und fahren auf P11. Ne? Ah, das ist klar, dass der nächste, wenn wir irgendwie dann mit reinkommen und wieder weggedrückt wird. Klar, das haben wir schon im letzten Rennen gemerkt, dass die Gegner auf einmal ein bisschen mehr entgegengehen. Das wird nicht mehr so einfach entgegenwunken werden, sondern vielleicht auch ein bisschen Gegenwehr kriegen. Ich hab mein Headset neu gestartet, warum auch immer. Warte mal, ich muss mal wieder gucken. Ja, doch, funktioniert alles. Ah, Mann, du gibst mir noch einen Sack, Alter. Ich krieg nur noch 10 Feld. Wie kommt denn die erste, zweite Runde hin? Ich meine, wird ja. Ist ja nicht schlimm. Dann müsste die erste sein, aber müssen wir da vorne liegen sein. Zweite Runde. Du hältst gut mit. Ah, das war zu optimistisch in die Runde reingegangen. Und wieder hängen wir nur auf der Stelle. Ich komme mir momentan nicht weg. Wirklich. So, jetzt. Okay, du findest immer, du ziehst zurück, aber du ziehst nicht zurück. So, jetzt sind wir Sechster. Vier. Zwei Autos in der Kurve kassiert. Ja, das habe ich vor mir, aber die anderen zwei davor, die sehe ich nicht. Eine davor, ja, der zieht sich nicht da vorne. Ja, ich. So, außen vorbei und jetzt muss ich den Kollegen da vorne mal jagen. Runde 3. Hol dir den ersten. Würde ich machen gerne. So, auf geht's. Ja,
Komm an, mein Freund. Das krieg ich noch. Du hast zwar drei Runden jetzt gefühlt, dazu ein bisschen abwechseln können, klar, aber jetzt jag ich dich. Angriff! Ich kann mich auch wehren, Digga. Ich kann mich auch wehren gegen dich. So, letzte Runde. Die gleiche letzte Runde. Machen wir das Thema durch. Lange gerade und dann gibt es in die letzte Runde. Neue Bestzeit. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. So, auf geht's. Keine Frage geben. Es wurde mir noch nicht angezeigt, dass es in Richtung Tafel gehen würde. Wir machen alle keine Sorgen. So, auf geht's. Gott sei Dank, kann man das Ding auch noch machen. Ja, dann haben wir's. Die Serie auch gewonnen, also das Ding hier gewonnen. Na, ja, wenn der waren es dann. Oh, doch 7 Sekunden, okay. Hätte ich nicht gedacht, dass es dann so deutlich wird. Okay, dann haben wir das auch. Und dann geht es jetzt in das letzte Rennen. Für heute. Auch für euch. Nicht nur für mich. So, Brad's Hatch. Jedenfalls nochmal 4 Runden drin. Das ist jetzt angestellt. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für ein... Entschuldige, es ist... 16.000, also wirklich ganz, ganz hinten. Und da müssen wir uns jetzt mal durcharbeiten. Wenn ihr mir nicht auf den Piss gehen würde, Mann. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. Ja, würde mich jetzt mal ausbremsen. Ich gehe jetzt da bis auf das. Ah, mein Gott. Ja. Komm ich noch, du Idiot. Die Schnauze langsam ein bisschen voll. Ich bin aber ein bisschen auf den Sack gehen gerade. Ich versuche da irgendwie noch vorbeizukommen und ich drücke da noch eine Haare weg. So, 6er sind wir jetzt schon. Also stellen wir mich nach vorne und ich sitze mich in die Ruhe fahren. Mein Renner springen kann.
Sorry, das war keine Absicht. Ja, jetzt hat mich das... Das sind die ganzen Vollidioten wieder dabei. Super. Das ist so weit rausgekommen. Du bist in der Mitte des Feldes. Ich habe aber keine Chance, wirklich, also, wirklich wegzukommen. Sobald ich mit da vorne bin, rutsche mich rutschig raus. Bleib lieber auf Abstand. Ach, lass mich doch einfach in Ruhe. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackierst. Das war er aber selber schuld. Der ist hier komplett in die Linie noch geflogen. Ich muss im letzten Moment nochmal rüberziehen, damit... So. Jetzt gehen wir zumindest mal Richtung... Aber warum immer wieder die gleiche Scheiße? Ich komme nicht wirklich von vorne. Deinen Teamkollegen rammen bringt uns nicht weiter. Ja, was willst du von mir, Alter? Geh mir um den Sack, ey. Nee, ich habe keine Chance. Das Ding will ich definitiv nicht gewinnen. Also, wenn man wirklich eine Chance hat, da vorne zu gehen, rutscht es weit wieder nach hinten, dass wieder schön in den Top 10, auf Platz 10 rum wird. Außerdem hat der mich gerammt. Du hast die Hälfte des Rennens hinter dir. Ja, schön für dich, ey. Mein Gott, Alter, das... Dieses unnötige Wegbremsen, das geht mir auf den Sack gerade. Noch eine Scheiße, Mann. Das kann doch nicht sein. Man zieht vor der Kurve rüber und man geht voll auf die Eisen. Jedes Rennen die gleiche Scheiße drehen. Okay, ab geht's. Bleib auf deiner fucking Linie, Alter. Was ist dein Problem? Du Missgeburt, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Hau ab mit der Scheiße. Sorry. Krieg ich grad wieder ein bisschen auf. Weil die nicht auf ihrer scheiß Linie bleiben können, Alter. Weil das... Jedes Mal muss es kurz vor der Kurve nochmal rübergezogen werden. Oder dann müssen voll auf die Eisen von ausweichen. Weil ich gebe mir nicht darum, dass ich das nicht gewinne oder so. Warte. Ist mir darum, die Zeit zu fahren. So, jetzt haben wir die drei Jungs auch da vorne. Vermutlich, wenn man es nicht gewinnt, aber es ist halt möglich. Das meine ich halt. Ne? Man wird so weit drüber gedrückt, damit man irgendwie ne... Mein Gott, Alter! Ja, das war's. Das wäre nicht so gelaufen. Ich will den Typen noch haben, bevor ich wieder die Siege gehe. Ja, fuck you, komm mit deiner scheiß Dings durch, ey. Weißt du, ich bin dran an dir und du schießt mich ins Gras, du Idiot. Und deswegen gewinnst du das Rennen noch. Ich war schon daneben. Und dann wird man nochmal ins Gras geschossen. Die fahren echt wie die letzten Idioten in dem Rennen. Ich bin ja ehrgeizig, ich will das Ding gewinnen und nicht so eine Kacke zum Rennen verlieren. Weißt du, jedes Mal die gleiche Scheiße. Du bist irgendwie da mal dran. Fünfter, vierter. Nein, da kommt der nächste Vollidiot, der ungebremst in die Karre semmelt. Teilweise auch nicht, der echt ohne zu bremsen ins Auto. Hauptsache, die können irgendwie einen noch mitnehmen. Meistens bin ich der Idiot, der den es trifft.
Gut. Okay, ich reg mich jetzt ab. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit der Grand Prix Championship.